Hallo, mein Name ist Matthias Fangmohr. Ich bin Mitglied im Landesvorstand des LSVD Sachsen-Anhalt. LSVD steht für Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Und wir sind hier speziell im Landesverband Sachsen-Anhalt aktiv. Und auch gleichzeitig bin ich Mitglied im CSD Magdeburg e.V. Das ist ein Verein, der sich vor 2 Jahren neu gegründet hat, um unter anderem auch hier in der Landeshauptstadt Magdeburg den Christopher Street Day und seine kulturelle vielfältige Aktionswoche zu organisieren. Der LSVD ist ein auf Bundesebene aktiver Verband, der mittlerweile auch in allen Bundesländern vertreten ist, um die Interessen, insbesondere auch die politischen und gesellschaftlichen Interessen von Schwulen, Lesben, Intersexuellen, Transsexuellen, Transgender unterstützen und sich dafür einzusetzen. Wir haben unter anderem uns sehr stark eingebracht, was beim Thema eingetragene Lebenspartnerschaft und sind ganz nah dran beim Thema Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Denn wir empfinden ja auch die eingetragene Lebenspartnerschaft, was ja damals, als es eingeführt wurde, quasi ein Kompromiss war der damaligen Regierungsparteien, Grüne und SPD. Das empfinden wir quasi im Prinzip als eine Art Diskriminierung, denn wir sind mit dieser sogenannten Homo-Ehe, wie sie immer im Volksmund bezeichnet wird, nicht rechtlich gleichgestellt. Und genau das wollen wir ändern. Und begrüßen daher auch den Bundesratsentschluss gestern, das ist also eine historische Entscheidung gewesen, wonach sich der Bundesrat erstmals für diese Öffnung der Ehe entschieden hat und hoffen, dass unsere Bundesregierung, schön wäre es noch vor der Wahl, es wäre ein deutliches Zeichen, sich für diese Öffnung der Ehe, also dem Bundesratsentschluss, folgen würde, gehen aber davon aus, dass es nicht passieren wird. Von daher ist das Motto des diesjährigen CSDs hier in Magdeburg, nicht nur in Magdeburg, sondern auch auf allen CSDs im Norden. Wir sind Mitglied im CSD Nord e.V., das sind 5 Bundesländer, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Rostock, Braunschweig, Schwerin, alles ist mit dabei und viele weitere Städte, wir auch. Das Leitthema des diesjährigen CSDs überall wird sein, Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, gleiche Rechte für gleiche Liebe. Das durchzieht sich durch alle CSDs und wir werden die Politik dieses Jahr regelrecht vor uns hertreiben. Das ist auch unsere Aufgabe und darüber hinaus gibt es natürlich noch diverse andere Themen, mit denen wir uns befassen. Beispielsweise hier in Sachsen-Anhalt hatten wir vor kurzem die ganz große Diskussion, als es darum ging, Holger Stahlknecht, unser Innenminister, wollte ja nun unbedingt, dass der sogenannte HIV-Zwangstest in sein neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz mit hineinkommt. Da gab es einen ganz großen Aufschrei, nicht nur bei uns, sondern auch auf Bundesebene. Und wir wurden als LSVD unter anderem auch im Landtag angehört. Es gab eine offizielle Anhörung und wir haben es geschafft, nicht nur der LSVD, auch gemeinsam mit der AIDS-Hilfe und anderen Verbänden, dass dieser HIV-Zwangstest am Ende tatsächlich gestrichen wurde. Er befindet sich jetzt nicht mehr im beschlossenen Gesetz. So, das ist ein ganz großer Erfolg, um nur einfach einen zu nennen, einen von vielen. Also uns als LSVD und auch CSD Magdeburg e.V. kann man tatkräftig unterstützen, natürlich durch die Mitgliedschaft, aber muss nicht zwangsläufig Mitglied sein. Wir haben jede Menge Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir bekommen finanzielle Unterstützung, auch jede Menge Spenden von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Das sind angefangen von Arztpraxen bis Unternehmer hier in der Stadt und darüber hinaus. Ohne diese Unterstützung geht das Ganze auch gar nicht. Wir wünschen uns natürlich, wir wären mehr Leute. Aktuell sind wir knapp 70 hier in Sachsen-Anhalt in diesem Verein. Es gibt ja darüber hinaus auch noch andere Vereine wie in Magdeburg, das Frauenzentrum Courage, Dyke and Gay, das ist das lesbisch-schwule Referat an der Universität. Dann die AIDS-Hilfe selbst. Wen haben wir noch? Die Sportgruppe hier in Magdeburg, schwul-lesbische Sportgruppe. Denn uns haben wir schon genannt. Es gibt jede Menge, dann auch in Halle. Es gibt sehr viele Aktivitäten und daher sind nicht alle
Mitglied in allen möglichen Vereinen, sondern dann sucht sich jeder nach seinen Vorlieben, seinen Verein raus. Aber wir arbeiten alle gemeinsam für unsere Interessen. Und ohne Mitglieder, ohne Engagement geht es nicht. Und wir sind jederzeit dankbar, wenn es mehr Leute gibt, die sich bei uns einbringen. Die Möglichkeit bestehen zum Beispiel bei der Organisation des CSDs. Wir haben unterschiedliche Arbeitsgruppen, auch von Leuten, die nicht Mitglied sind bei uns. Zum Beispiel Presse, Öffentlichkeitsarbeit, eine AG, die sich nur um die Künstler kümmert, eine AG, die sich nur um Redaktion für das Programmheft kümmert, dann einmal der Internetauftritt, Gestaltung des Bühnenprogramms, der CSD-Woche mit allen vielfältigen kulturellen Aktivitäten, die wir jedes Jahr vornehmen. Das sind ja 10 Tage, die organisiert werden müssen. Oder auch die Finanzen auf die Beine stellen. Also jeder nach seinen Möglichkeiten und Interessen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich einzubringen. Wir als LSVD und CSD Magdeburg e.V. Arbeiten auf Landesebene. Das ist vorzeigefähig in ganz Deutschland, auch organisiert von uns als Community, gemeinsam am sogenannten schwul-lesbisch-politischen runden Tisch zusammen, Sachsen-Anhalt, dabei sind unter anderem die AIDS-Hilfen, BBZ Lebensart in Halle, die Weiberwirtschaft Dornrosa e.V. in Halle, Lambda, das Jugendnetzwerk, ist mit dabei, Come-In, die Jugendgruppe des LSVDs, dann Dyke and Gay. Es sind unglaublich viele Verbände für schwul-lesbische Interessen da verknüpft. Wir arbeiten sehr eng zusammen und versuchen, wenn ein Verein in irgendeiner Weise in der Klemme steckt, das hatten wir auch letztes Jahr mit dem Verein BBZ Lebensart, als die Finanzierung nicht gesichert war, versuchen wir uns auch mit allen möglichen Mitteln gegenseitig zu helfen. Das geht eben nicht anders. Wir müssen als Community zusammenstehen. Wir gehören zusammen, wir haben gemeinsame Interessen, auch wenn es sicher manchmal zu heftigen Diskussionen kommt, aber es ist völlig normal. Es gibt ja unterschiedliche Wege zum Ziel, aber wir treten gemeinsam auf und lassen uns auch nicht entzweien. Also erst einmal am runden Tisch kann natürlich jeder mitarbeiten, es wird niemand ausgeschlossen. Die Politik sitzt auch mit dran, alle Landtagsfraktionen sind vertreten, die Parteien auf Landesebene. Auch Jugendorganisationen, wie zum Beispiel ist es die Jugendorganisation der Partei Die Linke, oder auch Arbeitsgemeinschaften wie die Landesfachgruppe Queer Grün in Sachsen-Anhalt, sind alle mit am Tisch. Und von daher ergeben sich jede Menge Synergieeffekte und oftmals auch kurze Wege, um unter anderem auch politische Initiativen zu ergreifen. Jeder kann da mitmachen, jeder kann sich einbringen. Wir treffen uns in der Regel, sind meistens so alle 2 Monate, mindestens einmal im Quartal im Jahr treffen wir uns. Das ist in Halle oder hier in Magdeburg, sitzen dort alle gemeinsam zusammen. Es ist ein loses Bündnis, es gibt keine feste Struktur, es ist kein Verein, dieser runde Tisch. Aber das hat Kontinuität, hat sich bewährt und wird es auch weitergeben. Es gibt auch keine Struktur, wer für irgendwas verantwortlich ist, sondern das regeln die Vereine, die Vorstände jeweils selbst und schicken einen entsprechenden Vertreter. Wir sind meistens mit 1, 2 Leuten denn dabei vom CSD und auch vom LSVD. Beratung bieten wir sehr umfassend an. Wir haben ja unter anderem das Angebot des schwul-lesbischen Überfalltelefons jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Es ist immer besetzt, selbst wenn wir hier nicht sind, dann wird es entsprechend umgeleitet, sodass man dort immer anrufen kann. Nicht nur dann, wenn man irgendwie belästigt wurde oder wenn man tatsächlich überfallen worden ist, sondern auch bei diversen anderen Problemen kann man da anrufen, die man hat. Zum Beispiel beim Coming Out. Dann haben wir eine Jugendgruppe, das ist Come In. Die treffen sich jeden Montag von 19 bis 22 Uhr hier in diesen Räumen in der Schäferstraße 16 in Magdeburg. Dann jeden Mittwoch den sogenannten Infoladen, wo sich alles bunt trifft, gemeinsam kocht und was Nettes isst. Wir haben auch eine Bibliothek und gleichzeitig wird auch eine Beratung angeboten. Wir haben ja mehrere Räumlichkeiten hier bei uns in der Geschäftsstelle. Einmal das Café und auch das Büro mit Beratungsmöglichkeiten, sodass man natürlich auch Einzelberatungen durchführen kann. Und das ist auch wichtig. Und ohne, dass irgendwie jemand reingucken kann. Also hier kann man wirklich ganz anonym herkommen. Es gibt 2 Eingänge, um
eben nicht unbedingt gesehen zu werden. Sowas gibt es eben auch, dass Leute möglichst noch unerkannt bleiben möchten, bevor sie sich outen. Sowas gibt es eben sehr häufig. Das wollen wir eben weiterhin gewährleisten. Schule ist ein Thema, was uns natürlich auch auf den Nägeln brennt. Wir sind auch der Ansicht, dass wir viel mehr in die Bildungseinrichtungen gehen sollten. Allerdings muss man wirklich sagen, wir machen alles ehrenamtlich. Wir würden gerne viel, viel mehr machen. Wir haben aber keine hauptamtliche Kraft. Alle gehen arbeiten, wuppen das alles nebenbei in der Freizeit. So, und dann, wenn man natürlich Feierabend hat, sind die Schulen dann auch schon wieder geschlossen. Die Möglichkeiten sind da sehr begrenzt. Wir wünschen uns da viel, viel mehr Unterstützung von Seiten der Politik, einfach mehr finanzielle Möglichkeiten von Seiten der Stadt, sodass wir sowas auch auf die Beine stellen können. Geht im Moment nicht, aber wir arbeiten daran, um Fördermittel für sowas zu bekommen. Schauen, was die Zukunft bringt. Wir sind froh und mutes. Wir sind in neue Räumlichkeiten eingezogen. Es gibt schon positive Reaktionen. Bei der Eröffnung waren es über 60 Leute. Der Minister für Arbeit und Soziales, Norbert Bischof, war mit dabei. Alle Landtagsfraktionen waren mit vertreten. Und wir haben auch schon mittlerweile von einigen Klienten, die hier zu uns kommen, gesagt, vorher kamen sie in unsere Räumlichkeiten, also kamen sie zu unseren Räumlichkeiten, haben sich aber nicht hineingetraut, wussten nicht, was verbirgt sich dahinter. Wir waren ein bisschen versteckt, jetzt haben wir uns weiterentwickelt, sind offen sichtbar, transparent. Man kann einfach reinkommen zu uns und jeder sieht, was ihn auch erwartet. Also von daher leichter ansprechbar, als das bisher der Fall war. Ja, und hier im Verein ist es ja so, dass nicht nur einer alleine sich um alles kümmert, sondern wir bestehen aus einem großen Team. Und hier neben mir habe ich zu sitzen, das ist Matthias Herrmann, Mitglied im Vorstand des CSD Magdeburg e.V., auch schon beim zweiten Mal dabei, ein drittes Mal mittlerweile beim CSD. Und wir haben auch den Umzug hier gemeinsam gewuppt, natürlich nicht wir alleine, aber unter anderem auch Matthias. Und er wird uns ein bisschen was erzählen über den Verein, die Möglichkeiten, sich hier zu treffen, wann kann man hierher kommen, was für Angebote haben wir hier. Und ja, da übergebe ich einfach mal an Matthias. Erzähl mal ein bisschen was. Wir sind ja jetzt seit Februar in unseren neuen Räumlichkeiten. Am Montag trifft sich unsere Jugendgruppe Come In ab 19 Uhr hier in der Schäferstraße 16 in Magdeburg. Dann haben wir am Dienstag ist das schwule Überfalltelefon besetzt von 19 bis 22 Uhr. Das heißt, man kann anrufen, man kann aber auch persönlich zum Beratungsgespräch vorbeikommen, wenn man Probleme hat mit dem Coming-out, gemobbt wurde oder überfallen wurde. Also es ist nicht nur für Überfälle, sondern allgemein, wenn man Probleme hat. Dann haben wir am Mittwoch den sogenannten Infoladen. Das ist ein netter Kochabend, wo wir uns hier zusammentreffen und über verschiedene Themen diskutieren. Und am Donnerstag ab 19 Uhr das CSD Meet and Greet, wo sich dann die Leute vom CSD-Verein treffen. Man kann hier nett Kaffee trinken. Zu allen unseren Tagen, wo geöffnet ist, ist hier auch unsere Bibliothek. Ihr seht es ja links und rechts, die vielen Bücherregale, wo man sich ein Buch ausleihen kann, nett lesen kann. Man kann Kaffee trinken, man kann nett schnacken, man kann hier eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Das ist also eine ganz nette Runde hier. Und was wir noch geplant haben, was jetzt aber noch nicht ganz feststeht, wir planen irgendwann einen Sonntagskaffee einzurichten, dass wir dann sonntags uns hier zum Kaffee treffen können. Die Jugendgruppe Come In. Eigentlich bin ich ein bisschen der Falsche, glaube ich, der sich dazu äußert. Aber das kann ich ruhig schon vor der Kamera sagen, das ist nicht schlimm. Denn auch wenn man es mir nicht ansieht, ich habe die 28 schon überschritten und bis 28 kann man dort Mitglied sein in dieser Jugendgruppe. Derzeit leitet die Jugendgruppe Robert Tecklenburg, er ist auch bei uns mit dem Vorstand des LSVDs. Diese Gruppe trifft sich jeden Montag von 19 bis 22 Uhr. Da wird gemeinsam geklönt, geklatscht, geklönt, alles Mögliche, gemeinsam gekocht, gemeinsam Initiativen gestartet, zeigen mal einen Film, also diverse Geschichten laufen da, völlig in Eigenregie machen die Mädels und Jungs das dort. Und jeder, der Lust hat, sich da einzuklinken, ist da herzlich willkommen. Einfach nur vorbeikommen, hier in der Schäferstraße 16. Egal wie du liebst, egal wem du gibst, egal wo du lebst, wonach du auch strebst, bleib immer nur du.
Verbiege dich nicht, wohin du auch gehst, zu wem du auch stehst, warum du auch leidest, wofür du dich entscheidest. Bleib dir immer treu und sei keine Scheu, deine Träume zu leben, dafür alles zu geben. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken und sie lieben dich.